Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Coaster und heute ist es endlich soweit, das Special-Video, wo ihr wahrscheinlich schon ein paar Tage drauf gewartet habt und zwar der erste Teil der Burg wird heute vorgestellt. Nur kurz zur Information, ich habe das Ganze schon im Voraus aufgenommen, weil das ein Riesenprojekt ist. Ich habe bis jetzt ungefähr 7 bis 8 Stunden an dieser Burg gebaut. Dazu gehört einfach die Vorbereitung, also die Planung, wie ich das Ganze aufbaue und so weiter. Dann kommt noch dazu, dass ich 2-mal einen kompletten Burgteil neu bauen musste, weil die Aufnahme abgestürzt ist. Also das ist richtig übel gewesen, da musste ich nochmal komplett neu anfangen. Und jetzt ist es endlich soweit, der erste Teil der Burg soll vorgestellt werden. Ich freue mich mega auf euer Feedback, Leute. Ich bin gespannt, ob euch das Ganze gefällt oder nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eine richtig coole Sache wird. Mir persönlich gefällt die Burg schon richtig gut, aber ich möchte euch nicht zu viel spoilern. Deswegen geht's jetzt los mit der ersten Timelapse und damit viel Spaß. Da es ja heute eine Special-Folge ist und die Timelapse sehr, sehr lang ist, werde ich auf jeden Fall noch ein paar Kommentare beantworten. Da auch unter dem letzten Video einfach unglaublich viele Kommentare gewesen sind, werde ich mir davon ein paar raussuchen und diese in diesem Video beantworten. Und ich würde gerne anfangen mit dem Kommentar von XNDY oder XNDY oder Andy, ich weiß es nicht, oder Xandi. Er hat geschrieben, kannst du die Achterbahn mal fahren? Also dieser Kommentar wurde einfach unglaublich oft nochmal unter dem Video geschrieben, deswegen beantworte ich den noch einmal. Ich habe den letzte Tage schon einmal beantwortet und zwar werde ich das so machen, dass ich im nächsten Video am Ende des Videos eine Achterbahnfahrt mache mit der Achterbahn und diese musikalisch unterlegen werde, also so ein bisschen Cinematic-mäßig. Das werde ich auf jeden Fall machen und das werde ich auch mit allen Achterbahnen machen, die ich baue, Achterbahn und Wasserbahn. Mit Fahrgeschäften, normalen Fahrgeschäften möchte ich das eigentlich ungern machen, weil ich relativ viele Fahrgeschäfte habe und dann würde das nichts mehr Besonderes sein. Wenn ihr jedoch sagt, hey Zander, mach das einfach in einem Special-Video oder in einem kleinen Extra-Video, dann würde ich vielleicht einfach mal sowas in einem Extra-Video machen. Schreibt das gerne einfach mal in die Kommentare, wenn ihr darauf Bock habt. Kommentar kommt von Felix Bloch. Den habe ich jetzt schon ziemlich oft dabei gehabt. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, dass es nicht daran liegt, weil ich sein Profilbild so toll finde oder so oder seinen Namen schön finde, sondern einfach, weil der Felix einfach gute Kommentare schreibt und ich deswegen auch oft Kommentare von ihm bis jetzt reingenommen habe. Also jeder von euch, der gute Kommentare schreibt, hat immer die Möglichkeit, mit ins Video zu kommen. So, er schreibt, echt coole Achterbahn, dafür erstmal Dankeschön und schreibt zusätzlich noch, hast du schon mal darüber nachgedacht, Booster zu verwenden? So brauchst du dich nicht immer so einschränken und hast viel mehr Freiraum. Also ich weiß gerade nicht genau, was du mit den Boostern meinst.
meinst. Es wäre ganz cool, wenn du mir das eventuell noch mal ein bisschen näher erläutern würdest heute in dem Video oder wenn jemand anders mir das noch erklären könnte. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, weil ich habe das Gefühl, da ist mir irgendetwas entgangen. Zusätzlich hat er noch geschrieben, außerdem wollte ich noch sagen, dass ich auf meinem PC Adblock anhabe, da ich sehr oft Werbung mit vermutlicher Spyware und so bekommen habe, was ich mir so überhaupt nicht leisten kann. Dafür verwende ich aber so gut wie möglich YouTube auf Smart TV und iPad, um trotzdem Werbung zu bekommen. Ich komme mir einfach so schlecht vor, wenn ich einen guten YouTuber wie dich mit Adblock anschaue, aber es geht halt oft nicht anders. Also erstmal Dankeschön für das super coole Kompliment mit dem, dass ich ein guter YouTuber bin. Das freut mich sehr zu lesen. Und jetzt möchte ich dazu noch etwas sagen. Ich hatte letztens in dem Video ja das Thema Werbung angesprochen und meine Intention war nicht, euch damit ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn ihr Adblocker benutzt oder wenn ihr Werbung überspringt. Es gab sehr, sehr viele Leute, die verunsichert waren und die geschrieben haben, hey Zander, ich überspringe die Werbung immer, ist das schlimm? Unterstütze ich dich damit noch? Leute, passt auf. Es ist mir klar, ich lebe von den Werbeeinnahmen und deswegen gibt es auch manche Videos, wo 3, 4, 5 Mal Werbung drauf ist, ja? Nichtsdestotrotz, wenn ihr aus bestimmten Gründen Adblocker benutzt und eure Eltern zum Beispiel sagen, ich möchte, dass du Adblocker benutzt, dann ist es in Ordnung. Es ist ja nicht so, dass ich dann davon sofort sterbe. Ja, es gibt ja ziemlich viele Leute, die immer noch sagen, hey, ich brauche keinen Adblocker, ich finde das in Ordnung, dass ich Werbung gucke und so weiter und so fort. Ganz kurze Information trotzdem am Rande. Ihr könnt auf Seiten wie ihr könnt den Adblocker auf Seiten wie YouTube oder Twitch ausschalten, dass auf anderen Seiten der Adblocker an ist, aber auf bestimmten Seiten nicht. Das geht. Aber bitte fühlt euch dazu nicht gezwungen. Ich möchte einfach, dass ihr meine Videos schaut, weil ihr Spaß habt an der ganzen Sache. Ihr sollt nach Hause kommen von der Arbeit, von der Schule, euch zurücklehnen können und euch ganz relaxed einfach ein Video reinziehen können. Und ihr sollt euch da keine Gedanken machen und vor allen Dingen sollt ihr euch nicht schlecht dabei fühlen. Das, was du geschrieben hast, Felix, das tut mir wirklich leid. Du brauchst dich definitiv nicht schlecht fühlen, wenn du meine Videos mit Adblocker guckst. Absolut kein Problem. Ich freue mich auch einfach darüber, wenn du einfach mal ein Like da lässt oder einfach mal ein Video teilst oder auch einfach nur schaust und einen netten Kommentar schreibst. Das ist das Wichtigste. Einfach Spaß haben, zurücklehnen, Spaß haben, abschalten können und dann glücklich sein. Das ist das Ziel und deswegen habe ich mit YouTube angefangen, aber da werde ich gleich noch was zu erzählen. Soldier Dave hat geschrieben, ich fände einen asiatischen Teil sehr cool mit solchen Tempeln und so. Super Folge. Also erstmal Dankeschön an dieser Stelle. Und das mit dem asiatischen Teil finde ich richtig nice. Das ist eine richtig geile Idee. Jedoch wird es richtig schwer, das umzusetzen. Was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass man zum Beispiel so einen kleinen asiatischen Tempel baut, den man als Fressbude irgendwie in irgendeinem bestimmten Teil des Parks baut. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Da müsste ich mir nur echt einige Gedanken machen, wie ich das Ganze umsetze. Weil bei asiatischen Gebäuden ist es ja oft so, also wenn man an so typische asiatische Gebäude denkt, dass sie diese, ich sag mal, eher halbrundlichen Dächer haben, die am Ende des Daches ja immer noch diese, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, diese Kanten haben. Und das wird ziemlich schwer umzusetzen, aber ich werde mir mal ein paar Gedanken dazu machen und vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, das richtig geil umzusetzen. Yeah.
Mark Schäfer fragt, Zander, wie viele Folgen Planet Coaster kommen noch? PS, du bist der beste YouTuber auf Erden. Also erstmal Dankeschön, dass du mich auf dieses Podest stellst, das freut mich sehr. Wie viele Folgen noch kommen, das habe ich in den letzten Folgen auch öfter beantwortet, aber auch das wurde wieder sehr oft gefragt und deswegen nehme ich es heute nochmal mit rein. Ich weiß nicht, wie viele Folgen Planet Coaster kommen. Es kommt immer darauf an, wie lange ich Spaß an diesem Spiel habe, wie viele Ideen ich habe. Das ist sehr, sehr wichtig in diesem Spiel. Und ich glaube auch, was sehr, sehr wichtig ist, ist einfach, dass Planet Coaster viele neue Updates bekommt, wie jetzt zum Beispiel das Winter-Update, was richtig geil ist. Da wird es auch morgen übrigens noch ein richtig geiles Special-Video zu geben. Ich bin mal gespannt, wie das bei euch ankommt. Damit bin ich aber noch nicht ganz fertig, deswegen hoffe ich, dass ich das schaffen werde. Das ist auf jeden Fall so eins so der Sachen, die halt richtig wichtig sind. Also schöne Updates, wo halt viele neue Inhalte kommen, damit man sich halt kreativ wieder neu austoben kann, neu austesten kann. Und mal schauen. Vielleicht machen wir das Ganze einfach unbegrenzt die nächsten 10 Jahre noch. I don't know. Jetzt kommt ein Kommentar, wo ich wirklich erst lange drüber nachgedacht habe und es am Ende mega gefeiert habe. Dani Sky schreibt, wie wäre es, wenn du ein Höllenszenario und direkt daneben ein Himmelsszenario baust? Ohne Scheiß. Ich habe mir da so ein paar Minuten Zeit für genommen und habe das Ganze mal so ein bisschen auf mich wirken lassen. Habe einfach mal darüber nachgedacht, ist es möglich, ein Höllenszenario zu bauen und eventuell ein Himmelsszenario zu bauen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das ist definitiv möglich und es wäre sogar richtig geil. Es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, jetzt mit dem neuen DLC unter anderem ein Himmelsszenario zu bauen und ein Höllenszenario zu bauen. Und man könnte in beiden Szenarien eine richtig geile Achterbahn verbauen und ich denke, das werde ich auch auf jeden Fall versuchen. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir richtig geil in dem Park vorstellen kann, die ich auch gerne versuchen würde umzusetzen. Das Ding ist, ich hatte ja im letzten Video gesagt, dass ich einen relativ neutralen Parkbereich bauen möchte, der nicht an ein bestimmtes Szenario gebaut oder gerichtet ist. Aber das verwerfe ich jetzt komplett und ich möchte in Zukunft dieses Himmel- und Höllenszenario umsetzen. Das ist richtig, richtig nice. Wenn ich das in Zukunft nicht machen sollte, beziehungsweise wenn ich das vergessen sollte, dann erinnert mich bitte in den Videos daran, dass ich das mache, weil dieser Gedanke muss sich bei mir jetzt noch verfestigen und ich muss dann weiter noch drüber nachdenken, damit ich eine richtig geile Idee habe, wie ich das Ganze umsetzen kann. Also, Dani, Dankeschön für diese geile Idee. Es gab einige Leute, die sich da ein bisschen angeschlossen haben und das öfter in die Kommentare geschrieben haben, aber deiner war, glaube ich, der auslösende Punkt. Ich finde die Idee richtig geil, Dankeschön dafür und ich würde sagen, weiter geht's. Jetzt gibt es mal einen Kommentar, der ein bisschen out of topic ist. Und zwar schreibt der Silas Susing. Hey Zander, wann könntest du mal wieder Rainbow Six Videos machen? Zum Beispiel Hide and Seek. Würde mich freuen. Also, ich habe ja eine Zeit lang diese Rainbow Six Siege Hide and Seek oder Terrorist Hunt oder auch Hostage Hunt Videos gemacht. Und die haben mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Es ist nur immer sehr schwierig, eine Fünfergruppe zusammenzustellen, die das Ganze auch so mitmacht. Weil meistens ist es so, dass man für solche Videos eine Aufnahmesession von 2 bis 6
6 Stunden braucht und dann im Endeffekt pro Video nochmal 4 bis 5 Stunden Schnitt. Das Ganze ist überhaupt gar kein Problem und es macht mir unglaublich viel Spaß, diese Videos zu schneiden. Das Problem bei der ganzen Sache ist halt, wie gesagt, nur das Team. Ich habe, wenn alles gut läuft, ab Montag wieder eine feste Aufnahmegruppe für normale Rainbow Six Siege Sessions, also wo ich dann zum Beispiel Ranks mache oder Casual spiele, und dann werden wahrscheinlich auch in Zukunft wieder öfter Rainbow Six Siege Videos kommen und vielleicht schaffe ich es auch bald mal wieder ein bisschen Trash Games aufzunehmen, wo ich einfach mal Spiele aufnehme, diese lustig zusammenschneide, die dann einfach mal ab und zu zwischendurch kommen. Das ist auf jeden Fall alles geplant, das ist alles noch im Hinterkopf, es ist nicht so, dass diese Sache komplett weg ist, da muss man halt nur schauen, wie das alles zeitlich klappt, und ich möchte halt nicht einfach irgendwie mir was aus den Rippen schneiden, was dann am Ende mir persönlich nicht gefällt und euch wahrscheinlich dann auch nicht. Deswegen, also ich möchte einfach, dass es eine coole Gruppe wird und mal schauen, ob das dann ab Montag klappt. Little Gamer LP schreibt: Hey Zander, ich finde die Holzachterbahn ein bisschen komisch, dass sie so kurz ist. Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, weil nachdem man den zweiten Kettenzug runterfährt, gar nichts Tolles mehr passiert und man einfach wieder voll in den Start rast, weil der Berg einfach so riesig ist. Findest du nicht, dass man daran noch was verbessern könnte? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich vorher gar nicht wirklich darüber nachgedacht habe, dass dieser Kettenzug da ist, dann geht's nach unten und dann passiert gar nichts mehr. Da habe ich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, dass das wirklich so extrem ist. Also ich denke, dass man da auf jeden Fall noch was machen kann und dass wir da eventuell noch ein bisschen was verbessern könnten. Ich könnte sie A, etwas länger bauen, B, könnte ich ein paar mehr Kurven reinbauen, ein paar mehr Hügel, ein paar mehr Schrauben, ein paar mehr Loopings. Nein, ich weiß es nicht. Also ich denke schon, dass wir daran auf jeden Fall was verbessern können und verbessern müssen. Jetzt, nachdem du es gesagt hast, habe ich da wirklich drüber nachgedacht und ich stimme dir da voll und ganz zu. Und ich würde sagen, das machen wir auch auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen, dass wir da auf jeden Fall noch ein paar Verbesserungen dran vornehmen. Dankeschön für den super coolen Kommentar, der sehr konstruktiv geschrieben wurde. Freut mich auf jeden Fall. Der Yannick schreibt: Zander, wenn den Leuten übel wird, kotzen sie ihr Mittagessen aus, was sie dazu verleitet, mehr an der Frittenbude zu essen. Also Yannick, hier an dieser Stelle ein offizielles Stellenangebot für den Manager in meinem Park. Ich hoffe, dass du dieses Stellenangebot annimmst und in Zukunft dir die Parkleitung übernimmst und da für Recht und Ordnung sorgst. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand diesen Kommentar so geil von der Überlegung her. Es ist einfach richtig lustig. Das Problem bei der Sache, was du nicht bedacht hast, die Reinigungskräfte, die Kotze wieder wegmachen müssen, weil sonst kein Mensch mehr in den Park möchte, weil er nur zugekotzt ist. Also das muss man an der Stelle auch mal beachten. Yannick, Dankeschön für den Kommentar. Barina schreibt: Bau mal eine Szenerie-Erlebnisfahrt, beispielsweise ins Piraten- und Dschungelgebiet, mit einem Boot durchfahren und einfach verschiedene aufgebaute Szenerien beobachten. Geht natürlich mit jeder Szene, aber Dschungel und Piraten scheinen dir ja zu gefallen. Idee angelegt an Piraten von Batavia aus dem Europapark, falls du dir nicht vorstellen kannst, was ich meine. Also ich kenne leider den Europapark nicht, deswegen kenne ich auch die Piraten von Batavia nicht, aber ich kenne aus anderen Parks natürlich solche Szeneriefahrten, ja, wo man wirklich in so einem
Fahrgeschäft ist und sich einfach nur alles anguckt, ohne Höhen, Tiefen, ohne irgendwelche Abfahrten und so weiter und so fort. Ich könnte mir sowas in Real Life richtig gut vorstellen. Ich weiß halt nur nicht, ob die Parkbesucher aus Planet Coaster sowas auch annehmen und dafür Geld ausgeben. Deswegen jetzt mal ganz kurz der Aufruf an euch, wenn ihr Erfahrungen habt mit solchen Szenerie-Erlebnisfahrten und ihr sagt, yo, so und so könntest du das am besten machen oder yo, die Leute reagieren da mega gut drauf, wenn die Szenerie gut ist und so weiter und so fort, dann schreibt das bitte einfach mal in die Kommentare. Ich würde mich mega darüber freuen, weil sowas ist eine richtig gute Idee und sowas könnte ich mir richtig geil vorstellen für verschiedene Themenbereiche, unter anderem auch zum Beispiel den Dschungelbereich. Da muss man dann drüber nachdenken, wie man das Ganze umsetzt, aber wenn ihr sagt, yo, die Leute wollen sowas, die Parkbesucher gucken sich sowas an und die geben dafür auch echt Kohle aus, zum Beispiel, dann könnte ich mir sowas sehr, sehr gut vorstellen. Dankeschön für die coole Idee und für den netten Kommentar. Onride.de schreibt, ziemlich übertrieben die neue Achterbahn, aber hey, wenn's Geld bringt. Bin mal gespannt, wie der Park am Ende aussieht. Du fängst ja überall neue Sachen an und baust neue Attraktionen, beendest aber nie etwas. So, und da muss ich dir leider recht geben. Mir ist selber gestern im Video aufgefallen, hey, jetzt hast du eine neue Achterbahn gebaut, aber du hast das Szenario der Holzachterbahn noch gar nicht abgeschlossen. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass das ganz gut ist, weil wir bei der Holzachterbahn ja noch was verändern wollen. Aber grundsätzlich muss ich dir einfach recht geben. Denn es ist so, dass ich die bestimmten Szenerien anfange, aber das Ende bzw. den Rest der Szenerie nie fertig baue. Das heißt, ich werde auf jeden Fall mir ein bisschen Zeit nehmen und die Szenerien, die wir jetzt angefangen haben, erstmal beenden und dann erst mit dem Western-Bereich anfangen. Weil das ist einfach Pflichtprogramm. Ich habe jetzt so viele Aufgaben, so viele Sachen, die ich gerade baue. Die Burg, das Dschungelgebiet, den Fantasy-Bereich, den bin ich immer noch am Bauen. Die Wasserbahn muss ich noch bauen und. Dass ich irgendwann davor stehe, dass ich nur noch diese Beendigung, also dass die einzelnen Achterbahnen oder Fahrgeschäfte halt von der Szenerie zu beenden. Und das möchte ich nicht, deswegen werden wir das in den nächsten Folgen auch auf jeden Fall fertigstellen. Schreibt. Fragezeichen. Ist Planet Coaster zu empfehlen und bin neu, deswegen wieso hast du mit YouTube angefangen? Also, um die erste Frage zu beantworten, Planet Coaster ist definitiv zu empfehlen. Das Spiel kostet 37 Euro bei Steam. Das ist im ersten Moment erstmal sehr viel Geld. Ich persönlich finde aber, dieses Geld ist sehr gut angelegt. Also ich habe wirklich schon Spiele gekauft für 60, 70 Euro, die ich nicht mal ansatzweise so lange gespielt habe wie Planet Coaster. Und ich finde, Planet Coaster ist ein Spiel, was einfach so detailverliebt ist und so viele Möglichkeiten bietet, dass man da einfach langfristig sehr, sehr viel Spaß mit haben kann und auch haben wird. Deswegen sind diese 37 Euro definitiv gut angelegtes Geld und Planet Coaster ist aus meiner Sicht zu empfehlen. Aber man muss natürlich auch das Genre mögen, also man muss solche Simulationen aufbauen, Spiele auch mögen, sonst macht das halt keinen Sinn, sich so ein Spiel zu kaufen. So, dann die zweite Frage, wieso hast du mit YouTube angefangen? Okay, also ich könnte jetzt einmal ganz ausholen, das werde ich mir jetzt ein bisschen verkneifen, deswegen werde ich das versuchen, ein bisschen ausführlich, aber auch trotzdem abgerundet und auf den Punkt zu bringen.
Und zwar, ich habe 2010 angefangen, oder ich war 2010 bei der Bundeswehr und die ersten 3 Monate bei der Bundeswehr, also die Grundausbildung, waren super cool, haben mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danach wurde es ultra langweilig. Ich habe gar keine Aufgabe bei der Bundeswehr gehabt und habe mich nur noch gelangweilt. Also die Bundeswehr war für mich am Ende wirklich nur noch eine richtig, richtig langweilige und anstrengende Zeit, weil ich mich da durchbeißen musste, weil ich halt nichts zu tun hatte. Und habe dann angefangen, sehr viele YouTube-Videos zu gucken, unter anderem auch von Gronkh. Und da ich jemand bin, also ich liebe es einfach, Menschen zum Lachen zu bringen. Also wenn irgendjemand zum Beispiel von meinen Freunden oder aus meiner Familie damals irgendwie unglücklich ausgesehen hat oder so, dann habe ich immer versucht, einen lustigen Spruch zu reißen oder irgendwas Lustiges zu erzählen oder irgendwas zu unternehmen, damit die Menschen halt gute Laune haben. Und ich persönlich rede sehr, sehr gerne, wie ihr vielleicht auch in den Videos immer so mitbekommt. Und dann habe ich so die Videos von Gronkh gesehen und auch von anderen YouTubern und habe mir so gedacht, so, hey, was der macht, das scheint ziemlich lustig zu sein. Ich würde das auch gerne mal ausprobieren. Und da ich auch ein sehr begeisterter Gamer bin, habe ich mir gedacht, okay, da machst du einfach auch mal solche Gaming-Videos. Ich habe dann relativ schnell mit Minecraft angefangen und habe dann auch Minecraft-Videos gemacht, wie viele andere YouTuber oder Gaming-YouTuber auch. Und habe erstmal angefangen, Minecraft-Videos aufzunehmen. Und so bin ich dann zu YouTube gekommen. Und warum ich dann mit YouTube wirklich intensiv angefangen habe, war einfach nur, dass ich relativ schnell mitbekommen habe, wie schön es einfach ist, so eine Community aufzubauen. Also ich habe damals meinen ersten Livestream gemacht, das war schon 2011. Also ich habe dann 2011 ja angefangen mit meinem YouTube-Kanal am 18.08.2011 und habe dann relativ zeitnah auch meinen ersten Livestream gemacht auf Twitch. Und es war wirklich eine richtig coole Erfahrung, dann zu sehen, wie wirklich 36 Leute damals da waren. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie 36 Leute live zugeschaut haben bei meinem ersten Livestream. Und das war für mich so ein Gefühl, boah, ey, geil, das sind einfach 36 Leute, die so viel Spaß daran haben, was ich hier gerade mache, und einfach dabei sind und sich wirklich die Zeit nehmen, um das zu verfolgen, was ich hier tue. Und das fand ich richtig geil und mir hat es halt Spaß gemacht, die Menschen damit auch zu unterhalten und das Feedback zu bekommen, dass es den Leuten Spaß gemacht hat. Und dann habe ich einfach immer weitergemacht und immer weitergemacht und somit bin ich jetzt hier. Und ja, damit kennst du so ein bisschen jetzt den Anfang von meinen, oder kennt ihr jetzt so meine YouTube-Anfänge und warum ich damit angefangen habe. Also es war wirklich damals einfach Langeweile und weil ich einfach gedacht habe, dass es halt eine coole Sache werden könnte. Und ich möchte an dieser Stelle eine Sache betonen, ja? Ich wusste damals nicht, dass man mit YouTube Geld verdienen kann. Ich habe, glaube ich, ein Jahr später meinen ersten Check bekommen, von Google aus Kalifornien über 70 Euro und ich war stolz wie Oscar, dass ich diese 70 Euro verdient habe, ja? Und ich finde es einfach nur erschreckend, wie viele Menschen heutzutage sagen, boah, geil, mit YouTube kann man Geld verdienen, ich werde auch YouTuber, ja? YouTube sollte nicht aus dem Gedanken gestartet werden, Kohle zu verdienen. YouTube sollte Spaß machen. YouTube sollte immer noch dieses Broadcast Yourself sein. Auch wenn das nicht mehr so ist. Seid ihr selbst und macht einfach euer Ding. Und dann werdet ihr irgendwann auch Menschen erreichen, die euch toll finden. Und wenn das nicht so ist, dann habt einfach Spaß. Das ist das Wichtigste. Alles andere ist totaler Bullshit. Und damit verstellt ihr euch nur und werdet irgendwelche, ich sag's jetzt einfach mal, Werbeschlampen. Tut mir leid, aber das muss jetzt mal sein. Also, weiterhin viel Spaß mit dem Video. We'll be right back.
So Leute, das war die Timelapse des ersten Teils der Burg. Und Leute, ich muss das Ganze jetzt irgendwie platziert bekommen. Das wird ein riesengroßer Aufwand. Also da muss ich wirklich gucken, weil ich das Ganze passgenau dahin stellen muss, wo es auch hingehört. Deswegen werden wir jetzt gleich einen kleinen Cut machen und danach werden wir nochmal ein richtig schönes Cinematic machen, damit ihr das ganze Schloss nochmal aus einer anderen Perspektive seht, mit schöner Musik hintermalt. Danach wird das Video auslaufen. Ich werde nichts mehr sagen. Ich lasse euch einfach alleine mit dem Video und mit der Burg. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, gleich kommt noch richtig, richtig schönes Videomaterial. Lasst ein Like da, wenn euch das Ganze hier gefallen hat und lasst auch gerne ein Abo da, ist kostenlos, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst für alle Leute, die es noch nicht gemacht haben. Und damit wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Rest des Videos und dann bis morgen.